Wir sind an der PH schon lange unterwegs in diesem Thema betriebliches Mobilitätsmanagement mit unserem Gesundheitsmanagement. Und wir haben uns sehr gefreut über diese Aktivität der Stadt, weil das natürlich für unsere Dinge, die wir so tun, vor allen Dingen Fahrradmobilität, schon nochmal eine zusätzliche Unterstützung ist durch diese Beratungen und die Workshops und nochmal den Draufguck von draußen sozusagen. Wir haben mitgemacht und zwar mit großer Begeisterung und Freude, weil wir haben ein absolutes Thema bei uns. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die Schwierigkeiten haben, in den Hauptverkehrszeiten zu uns ins Klinikum zu kommen und lange brauchen. Es gab auch schon Mitarbeiter, die uns verlassen haben, weil es einfach von der Anfahrtszeit zu lange ist. Meistens ist es so, dass es gut läuft bis zum Neuenheimer Feld, aber bis man ins Neuenheimer Feld reinkommt, ist ein Riesenproblem. Und deshalb haben wir uns da sehr gerne beteiligt, um weitere Anregungen zu den Ideen, die wir eh schon hatten, zu erhalten und einen Austausch zu haben und vor allem auch eine Evaluation zu haben. Und natürlich ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, im Bereich Nachhaltigkeit mehr zu machen. Was für uns auch sehr interessant war, war die Möglichkeit, uns dann mit anderen Akteuren im Neuenheimer Feld kurz zu schließen und zu sehen, ob die gleichen Probleme haben wie wir oder vielleicht auch andere Lösungen vorschlagen können, als wir sie bisher gefunden haben. Wir bieten an den Mitarbeitern Jobticket, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben eine großzügige Homeoffice-Regelung. Aber es wurden Maßnahmen vorgeschlagen, wie können wir konkret die Fahrradstellplätze besser gestalten, wie können wir im Haus Infrastrukturen für Fahrradfahrer verbessern, was natürlich sehr, sehr hilfreich war. Zunächst mal die Wohnstandortanalyse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass wir wissen, wo wohnen unsere Mitarbeiter, wie kommen sie zur Arbeit. Und für wen ist es eigentlich möglich, auch öffentliche Nahverkehrsmittel oder auch Fahrrad sinnvoll zu nutzen? Also für uns stellt sich überall die Frage natürlich, wie wir unseren Beitrag auf lokaler Ebene im Bereich Klimaschutz leisten können. Da spielt der Verkehrsbereich natürlich eine enorme Rolle. Und wir haben natürlich den Schwerpunkt vor allem das Neuenheimer Feld, für das wir jetzt momentan gerade den Masterplan entwickeln. Deswegen bin ich sehr froh, dass alle Institute sich beteiligt haben an diesem betrieblichen Mobilitätsmanagement. Wir haben entsprechende Analysen durchgeführt, Befragungen. Der Umstieg, und das ist ein tolles Ergebnis, zeigt, dass 90% der Beschäftigten in einem Radius sind, wo wir weniger als 15 Minuten Zeit verlieren, wenn man mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike fährt. Also eine tolle Umsteigkonzeption, die gefördert wird und alle haben sich beteiligt. Super Botschaft. Wir vom DKFZ, wir finden das eine tolle Initiative und macht das auch sehr viel Spaß. Und wir haben einfach gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, um diese Fördermaßnahme in Anspruch zu nehmen. Auch die unterstützende Begleitung fanden wir sehr gut vom Team Red, weil die uns einfach auch nochmal auf Punkte aufmerksam machen, wo wir uns verbessern können im Bereich Nachhaltigkeit und Mobilitätsmanagement. Wir haben eine ganze Menge Initiativen aufgesetzt und insofern war ich eigentlich begeistert davon, dass die Stadt das auflegt, das Programm. Wir hatten auch, bevor wir dieses Projekt gestartet haben, monatlich das Jobticket. Und was wir konkret vorhaben für nächstes Jahr, ist das Dienstfahrrad. Also wir sind momentan im Gespräch mit Anbietern und wollen das nächstes Jahr einführen. Das war auch ein Wunsch aus der Belegschaft. Wir haben uns ja für den Piloten sehr stark aufs Neuenheimer Feld konzentriert, zu sagen, wir fangen da erstmal an mit einem begrenzten Raum. Jetzt sind wir etwas breiter aufgestellt mit der nächsten Phase. Und ich glaube, das wird auch nochmal spannend, weil dort auch tatsächlich nochmal andere Einrichtungen mit drin sind, Schulen mit drin sind. Wenn man jetzt Stück für Stück weitere Unternehmen berät, weitere Einrichtungen berät, dass wir da noch tatsächlich einiges an Potenzial zu heben haben in der Stadt. Ich glaube, für unser Institut war vor allen Dingen wichtig, dass wir das Thema erstmal angestoßen haben. Und wir wollen uns jetzt im nächsten Schritt bei einer ausführlichen Mitarbeiterbefragung damit beschäftigen, was für Bedarfe haben wir konkret am Institut und wie können wir dann Lösungen konkret entwickeln. Es öffnet die Sinne, es erweitert den Horizont für Dinge, die vielleicht im Alltag einfach untergehen und da ist es das Klima und dieses Mobilitätsmanagement auf jeden Fall wert, sich mal einen Zeitraum X neben sich zu stellen und zu gucken, was tut man da, ist das das Richtige, was man tut. Insofern kann ich nur empfehlen, daran teilzunehmen.